Willkommen zu den April-Inspirationen. Der April ist und war für mich schon immer ein richtig schöner Monat. Und zwar, weil nicht nur ich, sondern auch meine Geschwister im April Geburtstag haben. Und deswegen gab es da immer viel zu feiern. Und so Jubiläen, so Dinge, an die man jedes Jahr denkt, sind ja wichtig für uns Menschen. Letzten Monat, im März, hatte ich schon diese Inspirationen aufgenommen. Da mit dem Aufhänger, dass es das zweijährige Corona-Jubiläum war. Aber natürlich kam dann der Ukraine-Krieg dazwischen und da war es wichtiger, darauf einzugehen. Aber genau, im März wären es eben diese 2 Jahre oder waren es diese 2 Jahre und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie das hier in der Schule auch damals war. Und jedes Jahr im März, vielleicht denken wir jetzt dran in Zukunft. Aber wichtig ist, dass wir uns eben auch an die schönen Dinge erinnern. An Geburtstage, an Jahrestage in der Beziehung. Und auch Weihnachten ist ja sowas, was wir eben Jahr für Jahr feiern. Und es ist ein schönes Fest, aber wir erinnern uns natürlich auch, was da passiert ist. Und dieses regelmäßige Feiern von Festen, von Jubiläen, das ist was, das sehen wir schon in der Bibel, dass Gott das dem Volk Israel immer wieder gesagt hat. Die hatten immer wieder Grund zu feiern, verschiedene Befreiungen, verschiedene Dinge, die passiert sind, Auszug aus Ägypten und sonstiges. Und Gott hat gesagt, hey, es ist gut, dass ihr das regelmäßig euch ins Gedächtnis ruft. Das sind ja, Gebote, die Gott gegeben hat, schöne Gebote, wie ich finde. Ein besonderes will ich mal erwähnen und zwar vorlesen aus Nehemia. Und da heißt es in Kapitel 8, Vers 10, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist so richtig ein Gebot nach meinem Herzen, wo es heißt, feiert. Lasst euch gut gehen, esst richtig gute Sachen. Und in dem Kontext, da geht es natürlich darum, dass damals es nicht alltäglich war, dass man zum Beispiel Fleisch oder eben solche Dinge gegessen hat, sondern da geht es darum, hey, lasst euch richtig gut gehen. Und das Schöne daran finde ich, dass daraus auch ja, das hervorkommt, und zwar, dass wir danach auch an andere denken können. So wie es hier auch heißt, sendet auch was an die, die nichts haben. Ja, in den guten Dingen, die wir haben, dürfen wir auch an andere denken. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass wir das tun. Und schön finde ich auch, dass es in diesem Vers eben heißt, dass daraus eine Freude kommt, die Stärke bringt. Und gerade in der jetzigen Zeit, wenn vieles eben nicht schön ist, wenn vieles im Argen liegt, wenn wir uns Sorgen machen und Angst haben, und das hat seine Berechtigung, dass wir uns darüber Gedanken machen, aber in solchen Zeiten ist es wichtig, auch ein Gegengewicht zu schaffen. Auch auf die schönen Dinge zu schauen, die uns Mut machen, die uns Freude bringen, die uns Stärke bringen, damit unser Herz offen bleibt für andere. Damit wir mutig ins Leben gehen können und freudig, auch bei all den schweren Dingen, die da sind, die wir deswegen trotzdem nicht vergessen. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns dieses Gebot zu Herzen nehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen April.